Auf dem Weg zum Landeskriminalamt in Mainz. Von hier aus werden Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Doch wer wird überhaupt überwacht und wie? Ich habe einen Termin mit dem Abteilungsleiter für Ermittlungen, Hartmut Staudt. Er sagt, für jede polizeiliche Überwachungsmaßnahme gelten strenge Regeln. Ja, wir als Polizei sind angewiesen auf eine Erlaubnis der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes, um diese Überwachung durchzuführen. Und wir werden auch im Nachhinein ebenfalls überwacht, indem beispielsweise die Staatsanwaltschaft oder das Gericht unsere Maßnahmen prüfen. Seine Abteilung ist gerade ein Coup gelungen. Ein Ermittler hatte sich im Darknet, dem versteckten Bereich im Internet, als Kunde ausgegeben. Der Dealer biss an. Wegen der besonderen Schwere des Vergehens gab das Gericht dann die Erlaubnis zur Überwachung seiner Telekommunikation, Internet, Telefon, E-Mails. Dann der Zugriff. Drogen im Wert von rund 100.000 Euro wurden sichergestellt. Um zu demonstrieren, wie sehr dabei auf Datenschutz Wert gelegt wird, zeigt mir Hartmut Staudt den Serverraum. Es ist das erste Mal, dass ein Fernsehteam hier drehen darf. Alle Daten aus der Telekommunikationsüberwachung sind hier gespeichert, geschützt durch ein doppeltes Sicherungssystem. Vergleichbare Schutzeinrichtungen müssen zum Beispiel auch die Telekom und andere Anbieter für die Vorratsdatenspeicherung ihrer Verbindungsdaten haben. Die Daten zeigen, wann sich Verdächtige wo aufgehalten und mit wem sie telefoniert haben. Die Ermittler bekommen diese Daten aber nur bei besonders schweren Delikten, etwa Mord, Bandendiebstahl, schwerer Menschen- oder Drogenhandel. Wir brauchen das eigentlich auch für Straftaten, die vielleicht weniger schwer sind, die aber die Bevölkerung besonders berühren. Zum Beispiel den Enkeltrick, zum Beispiel die einfache Vergewaltigung, zum Beispiel den Wohnungseinbruchsdiebstahl, wo das ganz wichtig ist, Täterzusammenhänge zu erkennen und daraus dann weitere Ermittlungsmaßnahmen zu treffen. Auch wenn die Ermittler über das Smartphone eines Verdächtigen an seine Verbindungsdaten kommen wollen, gelten dieselben strengen Auflagen. Bei weniger schweren Straftaten bleibt diese Datenquelle versiegelt. Nach meinen Recherchen beim LKA in Mainz bin ich mir sicher, Kriminalbeamte sind streng überwachte Überwacher. Und die Überwachung der Telekommunikation ist nur bei schweren Straftaten zulässig. Nur, wie ist das eigentlich beim Verfassungsschutz? In Stuttgart habe ich einen Termin mit der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Ich muss zugeben, lange Zeit hatte ich keine richtige Vorstellung davon, was der Verfassungsschutz eigentlich macht. Der Verfassungsschutz ist die Stelle in Deutschland, die Informationen sammelt, auswertet, analysiert und dann auch wieder den, wie es im Gesetz so schön heißt, zuständigen Stellen zur Verfügung stellt. Und zwar Informationen darüber, welche Gruppierungen gibt es in Deutschland, die die Kernelemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung beseitigen wollen. Da will man einfach Bescheid wissen. Und dazu ist zunächst einmal Arbeit mit öffentlich zugänglichen Quellen angesagt. Zeitungen, Blogs, soziale Medien im Internet. Extremisten äußern sich hier oft lautstark und entlarvend. Ziel ist es, Rädelsführer unter den Verfassungsfeinden zu identifizieren, die dann mit verdeckten Mitteln gezielt überwacht werden können. Ein Schwerpunkt: Islamisten, im Ausland ausgebildete sind besonders gefährlich. So viel Überwachung. Und trotzdem, in Deutschland gibt es tausende gewaltbereite Extremisten. Die alle zu beobachten ist unmöglich. Allein für die 24-Stunden-Observation einer Person werden 30 bis 40 Beamte benötigt. Die Hürden für diese finanziell und personell aufwendigen Überwachungsmaßnahmen sind entsprechend hoch.
gesagt, zum Beispiel haben wir in Baden-Württemberg dezidierte Regeln zum Einsetzen von V-Leuten. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Maßnahmen, die noch einschneidender sind für den Betroffenen, zum Beispiel Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen. Die sind wiederum in einem Gesetz geregelt. Dafür benötigt der Verfassungsschutz eine explizite ausdrückliche Genehmigung im konkreten Einzelfall durch ein Gremium, das der Landtag einsetzt. Eine großflächige Überwachung in Deutschland durch den Verfassungsschutz oder das LKA gibt es nach meinen Recherchen nicht. Zumindest von dieser Seite haben unbescholtene Bürger in der Regel nichts zu befürchten.